Wir sehen hier Charu, das ist einer der Künstler, die unseren Wettbewerb gewonnen haben. Wir haben Künstler aus ganz Deutschland gebeten, ihre Entwürfe zum Thema Milch einzureichen. Und zu den 7 Gewinnern gehört Charu, der ein wunderschönes Bild gemalt hat und hier heute umsetzt. Wir freuen uns ganz besonders, dass die Landwirte sich so offen zeigen und die Streetart-Künstler an ihre Flächen lassen. Die haben sich ja beworben darum, hier teilzunehmen. Und hier in der Oberpfalz ist es die Familie Weiß, die sich beteiligt. Die ist eine sehr aufgeschlossene Familie und das zeigt auch, dass die bayerische Milchwirtschaft insgesamt sehr offen ist, auch für Neues und für künstlerische Gestaltungen. Die Wand war so kahl und dann haben wir halt gesagt, da halt einfach Graffiti auch was Buntes ist und einfach auch was, was einem ins Auge fällt. Dann haben wir uns einfach entschieden, das so zu machen. Gut, bin total erstaunt, dass das so toll wird. Man ist halt modern heutzutage. Es liegt eigentlich sehr auf der Hand. Es sind nun mal Flächen, die da sind, die nicht genutzt werden. Warum soll man die nicht verschönern und tatsächlich auch für den Milchbauern praktisch als Werbung benutzen? Ich selber bin es auch nicht der klassische Sprüher, der nachts rausgeht und gegen das System, ganz und gar nicht. Ich versuche eigentlich wirklich nur schöne Sachen zu malen. Ich habe Graffiti für mich entdeckt als Ausdrucksmittel und da ist nichts Politisches, nichts Zerstörerisches dabei. Ich versuche einfach nur schöne Bilder mit der Sprühdose zu malen.